Und ein herzliches Willkommen zurück bei einem weiteren Teil hier bei Metroid Prime Remastered mit mir von der YouTube Let's Plays als Hobby. In einer großen Sammelaktion eigentlich. Wir wollen so ein bisschen was sammeln und die letzten Reste meines Gedächtnisses vom letzten Durchspielen hier von den letzten Jahrzehnten. Wie auch immer. Da habe ich halt, wie gesagt, noch so halbe Informationen, sage ich jetzt mal, wo was zu finden ist. Ich habe mich jetzt im letzten Teil schon geirrt, wo ich gedacht hatte, okay, da gibt es ein Schutzartefakt, was wir logischerweise brauchen, um das Spiel durchzuspielen. Und da waren da doch nur Waffenverbesserungen, sage ich jetzt mal. Was natürlich auch nicht verkehrt ist, ja. Aber habe ich mich ein bisschen vertan. So, und im letzten Teil habe ich ja auch schon gesagt, bevor wir hierher kamen, hier sind wir schon richtig, dass es auch Gegner gibt, die verbrennen müssen. dass wir hier ja noch in die Eiswiese von Pentrana eigentlich nochmal müssten. Dass ich mir den Namen wieder merken kann. Was? Und deswegen gehen wir da jetzt auch einmal schon mal direkt hin. Weil auch dort gibt es, soweit ich weiß, auf jeden Fall noch ein Schutzartefakt. Welches wir natürlich auch noch brauchen. Wir brauchen, wie gesagt, ja alle, sonst kommen wir gar nicht zum Endboss. Einmal hier durch. Wir haben ja schon alles gesammelt, soweit ich weiß. Und dementsprechend geht es jetzt natürlich etwas zackig voran. In der Hinsicht bin ich froh, dass ich noch keine 200 Hertz aufnehme oder sowas. Oder 120, weil ich glaube, dann wird es doch ziemlich schnell. 60 Hertz reicht auch vollkommen. Ja. Let's go. Eiswüste von Pentrana. Hier gibt es ein paar Sachen zu sammeln. Und natürlich auch ein bisschen zu laufen. Das ist, wie gesagt, dieser Nachteil bei dem Spiel, dass es keine Dingens gibt. Keine Schnellreise. Jetzt gehen wir erstmal hier hin. Missile Container. Jetzt können wir ja diese Eiswände kaputt schießen. So, jetzt sind wir ja wieder in einer neuen Welt. Jetzt gehen wir direkt mal speichern. Einfach nur, falls uns was passieren sollte bei den zig vielen Energie, die wir haben, Lebenspunkte, Container, Energiecontainer, da passiert uns natürlich so schnell nichts. Ach ja, der hat sich doch schon längst aufgelöst. Ja, da oben haben wir eigentlich, soweit ich weiß, eigentlich auch noch was, ne? Jetzt nichts Wichtiges, was wir jetzt eigentlich unbedingt brauchen. Ich weiß jetzt ganz ehrlich nicht ganz genau, wo ich hin muss. Oh, okay, hat gereicht. Sehr gut. Hinter der Wand scheint es aktiviert worden zu sein. Das hat man, glaube ich, noch nicht, ne? Nee, ich habe, glaube ich, eben gerade Dings gehört. Das Geräusch, dass hier was ist. Noch ein bisschen. Also ein bisschen Container. Okay, ich glaube hier oben, also hier drin war sonst nichts mehr. Wir müssen, ich weiß jetzt nicht, da rein oder da rein. Wir gucken nochmal auf die Karte, die ganz schlaue Karte, wo ich sowieso nicht durchblicke. Da oben kann man wo rein. Okay, ich glaube, da müssen wir auch noch mal hin. Okay, da kommen wir nicht hin.
Okay, schon tot. Vielleicht hätte ich den auch nochmal vorher scannen sollen. Hier, ich höre hier auf jeden Fall an. Ach ja, klar, hier war auch so eine Eiswand, glaube ich, irgendwo. Hier, ne? Ja. Noch ein bisschen Container. Aus der Entfernung treffe ich alles, weißt du, aber aus der Nähe dann wiederum nicht. So, da oben kann man irgendwie irgendwo hin. Ja, hier hat man noch keinen Doppelsprung, ne, wie wir hier waren. Ja, meinem Plasma-Beam könnt ihr natürlich nichts entgegensetzen. So, hier haben wir auch wieder nur so einen Container, glaube ich, ja. Okay. Gut. Hey, hat gereicht. So, okay, sind wir wieder hier und gehen direkt weiter. Ja, ich glaube, hier war nichts. Wenn es einen einfach nicht juckt, ne? Das hier wollte ich. Okay, geht nicht. Ich hatte hier vorne gerade was gehört. Hier irgendwo. Okay, da muss ich wohl erstmal da hoch. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo es hier nochmal hochging. Hier nicht. Ich glaube, hier war ich doch eben gerade schon. Genau, hier geht's hoch. Aber haben wir hier auch noch sonst noch was? Nee, ne? Ich glaube, da war auch so ein Eisboden dann, ne? Ja. Oh. Oh, warum ein Container? Auch nicht verkehrt. Kann man auch gebrauchen. Ist das, achso, ist eine graue Tür, ja. Eine, die überall aufgeht. So, in diese Richtung müsste ich auf jeden Fall auch. Das weiß ich. Was ist das? Ein Aufzug? Ach ne, pentranische Kluft. Ne, da dürfte es eigentlich, glaube ich, nichts mehr geben. Da müssen wir jetzt links von mir da rein. Dahin. Ist schon eine coole Waffe, auf jeden Fall. So, einmal alles aufsammeln. So, und jetzt müssen wir nach oben. Da. Ja, fast, okay. Ja, wie gesagt, das ist es, wenn man es schnell, schnell machen will. Da fällt mir immer wieder irgendwo runter. Okay. Magnetspur, warum auch nicht?
So kann man natürlich auch hochkommen. So, wir haben jetzt wieder ein bisschen was gesammelt. Sind auch schon wieder ein bisschen weiter gelaufen. Logischerweise speichern wir. Wir sind schon wieder 10 Minuten unterwegs. Meine Güte, es geht aber schnell. So. Da müssen wir hin. Na gut, können wir eigentlich nur nach rechts. Ja, auf jeden Fall. Ja. Braucht das hier wohl hauptsächlich? Okay. Ich würde mal sagen, das war nicht getroffen. Na gut. Oh, hier ist dunkel, ne? Was ist denn da? Ach so. Oh. Okay. Ah, okay. Man ist zwei. Ist ein bisschen heiß, die Waffe, ja. Ich glaube, wir müssen nach oben, ne? Okay, jetzt sieht man wirklich nichts. Das Röntgen-Ding finde ich besser als das andere, oder? Ja, kann man auch was sehen, aber das hier sieht irgendwie schärfer aus. So. So, hier hinter uns haben wir wieder einen Speicherpunkt. Natürlich gehen wir da rein. Wie gesagt, egal wo ein Speicherpunkt ist, immer vorbeischneiden. Und speichern. Erstens füllt sich dann dadurch immer wieder alles auf und da wir sowieso fast schon unendlich Leben haben, also Energie, kann uns dadurch ja generell nichts passieren. Dünkel.
Ah, okay, braucht auch wieder das hier. So, da holen wir uns noch ein Artefakt. Ich weiß gar nicht, ob es hier dann noch eins gibt. Bleibst du mal stehen? Danke. Ah, da oben. Sonst noch einer? Irgendwo habe ich gerade noch einen gehört, da. Bleibst du mal stehen? Danke. Noch einer? So, jetzt muss ich nochmal schauen, wo ich hin muss. Ich glaube, war das hier oben? Ja. Geht das nicht weg? Warum nicht? Hä? Von der Mindestums ist eine große Treibstoffzelle angebracht. Ja, die schieße ich auch ab. Ah. Okay. Die wollten unbedingt eine Rakete haben. Ein Loch. Irgendwie bin ich mir gerade unsicher, dass da jetzt auch ein Artefakt ist. Nicht, dass da jetzt wieder nur was Doofes zum Einsammeln ist. Okay, was heißt... Ah ne, ist ein Artefakt, ja. So. Penis hat 2, 4, 6 Stück. Jetzt weiß ich ganz ehrlich gesagt nicht mehr, wo hier noch was sein könnte. Forschungslabor. Wo ist oben, wo ist unten? Wo bin ich? Da. Hier gibt es keine Türen, wo wir noch nicht waren, ne? Aber ich glaube, hinten gibt es auch noch mal irgendwo ein Artefakt. Da oben kann man zum Beispiel auch noch mal rein. Ich glaube, hier war auch noch irgendwo was, ja. Na gut, gehen wir das mal weiter. Ah ja, okay. So, hier geht's lang. Wo geht's jetzt lang? Da lang, ja, genau. Ja, wie gesagt, ich bin mir jetzt eigentlich unsicher, ob ich da jetzt eigentlich hin muss. Ich glaube, da hinten gab es auf jeden Fall auch noch etwas. Falsch, das da wollte ich genau. Wo bin ich hier eigentlich? Ich bin jetzt nicht zurückgelaufen, oder? Nee.
oder? Nee, bin jetzt nicht zurückgelaufen, soweit ich weiß. Aua. Oder doch. Doch, ich bin ja zurückgelaufen, kann das sein? Es kann ja jetzt sein, dass ich ja schon wieder zurücklaufe. Innerer Forschungsbereich. Kristalldom. Doch, da will ich doch hin. Jägergrotte. Das sieht also gleich aus. Ah ja doch, hier sind wir doch richtig, ja. Autsch. Immer noch alles dunkel. Geht doch, Licht. Muss ich aber wieder gucken, wo ich hin muss. Irgendwo hier rechts lang, ja. War ich ganz unten rechts? Oder da? Das hier ist gerade näher. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Ich glaube, hier gab es auch noch irgendwo ein Artefakt oder sowas. Hm? Bin mir gerade echt unsicher. Auf jeden Fall kann man hier rüber. Irgendwas sammeln. So, wir sind schon längst wieder bei 23... Ah, ein bisschen Container, okay. Wir sind schon wieder bei 23 Minuten. Das heißt, das war es schon wieder für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Vergesst keinen Daumen hoch, ein Abo. Und die Glocke nicht vergessen zu aktivieren, ne? Habe ich euch ja schon öfters gesagt. Wer weiß, wann wieder neue Teile von mir kommen werden. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Vergesst keinen Daumen hoch und ein Abo und die Glocke. Und dann sehen wir uns euch beim nächsten Teil wieder. Hier zurück bei Metroid Prime Remastered mit mir von der YouTube Let's Play Hobby. Bis dann. Tschüss.